Also für mich war der Club immer eine Art autonome Zone, eine Art, wo ich mich in Sicherheit verbergen kann. Und das die gleiche Funktion hat in gewisser Weise später das Atelier übernommen. Ich bin Nick Novak, bildender Künstler aus Berlin und ich beschäftige mich mit Mensch, Sound und Maschinen. Die Basis von meiner Arbeit bildet eigentlich die Zeichnung, aber ziemlich früh kam Sound und Zeichnung zusammen und dann habe ich angefangen, Soundsysteme zu bauen. In meiner Jugend hat jemand eine Pistole neben meinem Ohr abgeschossen und dabei habe ich Hochfrequenzen verloren auf der rechten Seite. Das heißt, mein linkes Ohr oder mein Gehirn muss ausgleichen durch das, was das linke Ohr hört und das rechte nicht. Durch solche Erfahrungen ist mir natürlich stärker klar geworden, inwieweit Sound auch realitätsbildend sein kann. Bass war für mich immer so eine Art Entspannungssound. Da konnte sich mein Gehirn mal entspannen und sagen, wir müssen jetzt nicht rechts und links ausgleichen. Ich habe diesen Bass bei mir und seit meiner Gefühl zwischen Lautsprechern groß geworden bin, brauche ich diese Systeme um mich herum, um mich auch in gewisser Weise gegen die Welt abzuschirmen. Und ab und zu komme ich unterm Stein hervor.